Stadtmusikanten mit der Olsenband-Melodie. Und wir haben uns ja heute wirklich Gäste eingeladen. Ich glaube, da hinten höre ich schon einen. Ich habe einen Plan. Dazu brauchen wir eine weiße Leinwand, kann ruhig etwas größer sein, so rund 15 Quadratmeter, jede Menge Biergarten, Bänke und Tische, einen Containerwagen. Egon Olsens Stimme, gesprochen von Karl-Heinz Oppel. In Begleitung von Frank Eberlein, dem Autor des Olsenbandenlexikons. Herzlich willkommen. Sobald ich Karl-Heinz Oppel höre, egal ob er einen Außerirdischen spricht oder sowas, klingt das immer für mich wie Egon Olsen, weil ich es so oft gehört habe. Dazu kann ich gleich was sagen. In den ersten beiden Filmen habe ich kein Egon gesprochen, da habe ich einen anderen gesprochen, der hieß Kommissar Mortensen. Und erst im dritten Film, nachdem wir kein Egon mehr hatten, kam also der Regisseur, in dem Fall war es eine Frau, auf mich zu und sagte, willst du nicht den Olsen machen? Ich sagte, das geht doch gar nicht. Der Olsen, das ist so ein kleiner und agiler und sehr vitaler und ich bin so lange durch. Wir können es doch mal probieren und dann haben wir es probiert und das klappte. Frank Eberlein, du bist ja einer der ersten Stunde gewesen. Du bist als erster nach Dänemark gefahren nach der Wende zur Olsenbande. Wie bist du auf die Idee gekommen? Na, wie wahrscheinlich du auch auf die Idee gekommen wärst. Man ist mit dem Film aufgewachsen. Die kam ja dann kurz nach der Wende wieder in den dritten Programm, ORB, MDR. Und da habe ich gedacht, Mensch, die Olsenbande gibt es ja auch noch. Aber was machen die denn heute? Wenn man Journalist ist, dann fragt man sich immer gleich, was machen die heute? Und gibt es die noch? Wenn ja, könnte man doch mal fragen, was sie heute machen. Und habe ich Dänemark kontaktiert und bin hingereist und habe eine Sendung genommen. So einfach. Ja, und er hat sich natürlich auch mit allen angefreundet. Leider sind ja zwei davon schon gestorben. Aber einer ist ja noch hier. Ja, von den Schauspielern zwei. Die geistigen Väter sind nicht mehr unter uns. Geistigen Väter, viele andere ja, auch. Ja. Also Olsenbande ist sozusagen Geschichte. Aber ein Mann der Geschichte ist noch da und er ist sogar nach Halle gekommen. Er hat es wirklich wahrgemacht, er wusste nicht, dass Gewitter ist heute Abend, ist trotzdem gekommen. Hier ist der legendäre Benny von der Olsenbande, frisch aus Dänemark, Morten Grunwald. Morten Grunwald wird also jetzt den Film für uns eröffnen. Bitte schön, Morten. Vielen Dank. Also, liebe Freunde, meine Damen und Herren, vor 40 Jahren haben wir den ersten Olsenbande-Film gedreht und vor 10 Jahren den letzten. Nun stehe ich hier als euer Gast und freue mich, mit euch gemeinsam den Kinosommer zu feiern. Mit zwei Juwelen aus der Reihe der 14 Filme. Gleichzeitig stimmt es mich aber auch wehmütig, dass alle meine Freunde von damals nicht mehr unter uns sind. Auf dem Weg hierhin konnte ich nicht umhin daran zu denken, wie sehr Sie es genossen hatten, heute Abend dabei zu sein. Und dann bekam ich eine Idee. Mächtig gewaltig, dachte ich. Ich habe einen Plan. Wenn ich mit diesem kleinen Rede fertig bin und Ihnen viel Spaß gewünscht habe, werden Sie sicher klatschen, hoffe ich. Aber, ich möchte gerne mitklatschen und Sie darum bitten, dass wir diesen Applaus zusammen
in den Weltraum schicken. Als einen lieben Gruß in dankbarer Erinnerung an Ballin, an Bas, an Kirsten Walter, Uwe Sproul und Karl Gondorf. Wo immer Sie sich jetzt befinden mögen. Also, meine Damen und Herren, die Aktionen startet jetzt. Viel Spaß und Dankeschön.